Ja, hallo meine lieben Pfeifengenießer, Tabakgenießer. Schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei mir auf meinem Kanal. Ja, es ist wieder Sonntag. Sonntag ist Zeit für ein Video. Und heute haben wir einen edlen Sonntag quasi, weil wir uns heute ja einen Tabak anschauen, der nicht nur mit seinem Preis, sondern auch mit seinem Ruf und vor allen Dingen auch mit seinem Hersteller oder besser gesagt dem Namen ja doch einiges verspricht. Und ich darf schon mal vorneweg ein bisschen spoilern, dass er doch meiner Meinung nach auch das hält, was dieser Tabak verspricht. Ihr habt es ja schon im Videotitel gelesen, dass es heute um einen Klassiker geht, um den Davidoff, die Danish Mixture. Und ich denke, dass dieser Tabak vielen Leuten bekannt sein wird. Nun, egal ob schon geraucht oder nicht, aber mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal im Tabakregal oder im Onlineshop gesehen. Und Davidoff steht ja sowieso generell für Qualität, das ist ja allgemein bekannt, für ja, Luxuriöses, für sehr, sehr Hochwertiges, wie zum Beispiel auch im Bereich der Zigarren. Wenn ich da nur an die Zigarren der Winston Churchill-Reihe denke. Und so ist auch der Tabak meiner Meinung nach durchaus in einem Bereich anzusiedeln, wo es schon wirklich um einen extrem hochwertigen Tabak geht. Und was bei der Danish Mixture hier dazu kommt, ist meiner Meinung nach, dass der Tabak, und da darf ich auch in ein Video verweisen, das ich verlinken werde hier oben von meinem großen Vorbild Dieter Niermann, der schon vor 14 Jahren diesen Tabak großartig vorgestellt hat auf seinem YouTube-Kanal und dort auch den Satz gesagt hat, dass die Danish Mixture hier von Davidoff ein Referenztabak ist, eines dänischen Aromaten, eines dänischen Tabaks, weil der Tabak das hält, was man sich eigentlich von einer dänischen Mischung wünscht. Was wünscht man sich von einer dänischen Mischung? Man hat hier einen Tabak aus erlesenen Tabaken, die hier verwendet wurden, die aromatisiert sind, aber nicht so aromatisiert ist, dass du hier nur Aroma hast und sonst gar nichts, sondern du hast hier wirklich den Tabakgeschmack im Vordergrund, aber eben mit diesem leichten Aroma, das den Tabak mehr oder weniger unterstützt. Und das ist hier der Fall. Also, steigen wir mal ein in die ganze Thematik. Nur mal gleich zum Beginn die Hausaufgaben machen. Geraucht wird der Tabak hier bei mir heute in einer Faun Luxus, in einem etwas älteren Modell mit Lippenbissmundstück, wie ihr, glaube ich, hoffentlich sehen könnt. Ja, mit Horn. Ich weiß nicht, ob das echtes Horn ist oder Kunsthorn, das weiß ich nicht. Aber eine Pfeife, die auch eine sehr, sehr schöne, durchaus lebendige Maserung hat, hier mit diesem gewellten Kopfrand obendrauf, ein sehr, sehr schönes Pfeifchen, lässt sich wunderbar rauchen und da hat der Tabak auch schön Platz drin, was auch nicht verkehrt ist und macht sehr, sehr viel Spaß. Die Davidoff Danish Mixture besteht aus erlesenen, ausgesuchten Virginia-Tabaken, das auch den Großteil hier mit Sicherheit bildet, und Burley. Und das Ganze wird noch ein bisschen abgerundet mit getoastetem Black Cavendish. Und ich blende mal kurz ein Tabaksbild ein. Da könnt ihr schon mal sehen, dass auch deutlich für den Aromaten hier deutlich sehr gering der Black Cavendish Anteil ist. Wir kennen das ja alles, die Mischung Virginia Burley Cavendish. Bei den meisten Aromaten ist da ja der Cavendish deutlich mit diesem schwarzen Anteil in der Mischung zu sehen. Aber hier überwiegt natürlich der Virginia Anteil und dann natürlich auch der Burley und als letztes der Cavendish. Und ihr seht, ich habe den Tabak schon sehr genossen. Da ist nicht mehr so viel drin, darum muss ich jetzt auch ein Video machen, weil sonst rauche ich den weg und kann ihn euch gar nicht mehr zeigen. Der Tabak ist ein Ribbon Cut, also schön eigentlich ja, mittelgrob geschnitten, sage ich jetzt mal. Der Cavendish soll sowieso im Mittelschnitt sein. Und wenn du hier reinriechst, dann hast du auf jeden Fall eine schöne Tabakmischung, die im Vordergrund ist. Aber da schwingt deutlich wahrnehmbar so Aromen mit von, ja, man kann schon sagen, das ist eine vanillige Honignote, bisschen süßes Karamell,
Eine leichte Schokoladennote kann man durchaus feststellen. Dieter sagt in seinem Video was von dunkler Schokolade. Ich bin da eher so bei einer eher etwas süßeren, helleren Milchschokolade. Und im Unterton diese Vanille. Aber trotz allem Tabak. Schöner, würziger Tabak, den du durchaus im Duft, im Kaltgeruch hier wahrnimmst. Der Tabak kam damals schon, ich meine, die Dose ist jetzt schon eine Zeit lang bei mir, aber als ich die damals aufgemacht habe, kam der Tabak schon sehr gut konditioniert aus der Dose raus, also sofort rauchfertig. Er lässt sich sehr gut stopfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt kein Video drehen würdest oder großartig ratschen würdest, dann brennt der Tabak auch sehr, sehr gut ab. Vielleicht einmal nachzünden, irgendwann mal, wenn der Tabak ausgehen sollte, aber so brennt der Tabak wirklich sehr, sehr gut runter. Und was du auch hast, dass der Tabak wirklich sein Wechselspiel zwischen Aroma oder den Aromen, die du auch beim Kaltgeruch hattest, die hast du auch beim Rauchen. Also dieser Honiggeschmack dominiert beim Rauchen eigentlich mehr oder weniger. Du hast schon auch diese Karamellnoten, diese dunkle, zuckrigen Karamellnoten immer wieder im Wechselspiel da. Dann auch so ein bisschen das Schokoladige kommt beim Rauchen durch, aber immer in Kombination mit diesen schönen tabakechten Noten, die der Tabak eben mit sich bringt. Ihr seht, der Tabak lässt sich auch sofort reaktivieren. Und wenn ich jetzt nicht mehr reden würde und mich nur auf den Tabak konzentrieren würde, dann würde der jetzt auch so perfekt runterbrennen. Was bei dem Tabak auch deutlich erwähnenswert ist, er hat eine phänomenale Raumnote. Also für Menschen, die jetzt drin rauchen und wo noch jemand ist, der nicht raucht, ist das definitiv ein Tabak, der dem Nichtrauchenden nicht sauer aufstoßen wird. Das ist mal ganz sicher. Jetzt kommt der einzige Wermutstropfen. Er ist nicht billig. Ich musste selber ein bisschen lachen, als ich mir das Video vom Dieter nochmal, das ich jetzt euch verlinkt habe vorhin, nochmal, als ich das nochmal angeguckt habe, vor 14 Jahren hat die 50 Gramm Dose, also genau die gleiche Größe hier, unwahrscheinliche 12 Euro gekostet. Da sind wir jetzt mittlerweile nach 14 Jahren weit weg, denn mittlerweile kostet der Tabak 50 Gramm 19 Euro. Da sind wir bei 38 Euro bei 100 Gramm. Das ist natürlich schon eine Ansage, plus ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Tabak ist das Geld wert. Wenn jemand sagt, ich gebe keine 19 Euro für 50 Gramm aus, was ich natürlich verstehen kann, dann ist das völlig nachvollziehbar. Aber wenn jemand mal eine wirklich echte, schöne und vor allen Dingen geglückte dänische Mischung rauchen möchte, der kommt eigentlich an der dänischen Mixture nicht vorbei. Ich weiß zum Beispiel auch, der Davidoff Royalty ist ein wahnsinnig guter Tabak. Der ist halt mit Latakia. Ich hatte den damals, als ich angefangen habe zu rauchen, mir mal gekauft, als ich noch blöd war und noch gar nicht wusste, dass ich Latakia nicht mag. Und ich kann mich noch erinnern, dass das ein ganz spannender Tabak ist, den ich auch bei anderen Leuten schon gesehen habe, die megamäßig begeistert sind von dem Tabak und da große Freude dran haben. Die Davidoff-Tabake, also zumindest die Reihe in diesen Dosen hier, es gibt ja noch Pouches auch, da habe ich noch nicht so Gutes gehört davon, die kenne ich aber auch selber nicht, aber diese, die English Mixture, die Reality und die Danish Mixture, diese drei Tabake, da höre ich tatsächlich immer nur Gutes. Auch der Einleger ist sehr schön, finde ich. Natürlich typisch edel gemacht, wie Davidoff halt so ist, ne? Kann man nichts sagen. Rundherum ist dieser Tabak von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Wer bereit ist, das Geld für diesen Tabak zu zahlen, bin ich mir fast sicher, würde ich jetzt mich fast aus dem Fenster lehnen, wird diesen Tabak, also den Kauf dieses Tabaks, nicht bereuen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Davidoff Danish Mixture, eine absolute Empfehlung meinerseits. Und weil wir gerade jetzt so dabei sind, dänische Mixture. Ich habe mir von einer Seite eines renommierten Tabakhauses mal das rausgesucht und werde es euch mal schnell vorlesen, was es eigentlich hier mit der dänischen Mixture auf sich hat. Tabakmischungen der dänischen Richtung stehen von Haus aus für milde,
eher süße Pfeifentabake mit einer sehr guten Raumnote. Und das stimmt auch. Der Tabak selber ist auch wirklich mild und sehr bekömmlich. Sie bestehen im Wesentlichen aus einer Mischung aus Virginia, Burley und Black Cavendish, was wir hier ja auch haben, und haben keine Zugabe von Würztabaken. Also nichts hier mit Kentucky, Perique und Orient oder sonstiges. Die Aromatisierung sind oft bestehend aus Fruchtextrakten, aus Likören, Vanille, Honig oder anderen Ingredienzien, mit denen eine enorme Vielfalt erreicht wird, die dann unterschiedliche Geschmacksnuancen bieten. Und das haben wir ja hier auch. Diese Geschmacksnuancen erreichen dann einen intensiv gestalteten Rauch, ebenso wie in der Raumnote. Weich und weniger gehaltvoll sind alle Tabake der dänischen Richtung. Es gibt tatsächlich aber auch dänisch leicht aromatische Tabake. Diese Tabake sind besonders gut geeignet für Neuankömmlinge in der Welt des Pfeiferauchens und Liebhaber leichter, duftiger Tabaka. Oh, nicht schlecht. Auch Pfeifenraucher, die sich häufiger eine Pfeife gönnen, sind bei den dänischen Tabaken gut aufgehoben. Ja, so viel zu dem Text dieses Tabakhauses, und ich finde, das trifft das Ganze eigentlich recht gut auf den Punkt. Dieser Tabak hier auf alle Fälle ein absoluter Einsteiger-Tabak für einen neuen Pfeifenraucher, der sich mal herantasten möchte in die Welt der aromatischen, aber noch nicht so krass aromatischen Tabake, wie wir es jetzt auch in den Editionen hier haben, Sommer, Frühling, Winter, Herbst und was weiß ich, wo es wirklich hauptsächlich dann nur noch ums Aroma geht. Also von daher ist es auf jeden Fall, ich kann es nur wieder sagen, der Dieter Niermann hat es total richtig ausgesprochen, es ist hier ein Referenztabak einer würdigen dänischen Mischung. So viel dazu, zu diesem Tabak. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Denn ich habe ja im Thumbnail und auch im Titel geschrieben, noch ein bisschen was zu fauen, denn es war ja am Freitag ein wunderbares Treffen, das unser lieber Zimmermann, unser lieber Franz, organisiert hatte und eingeladen hatte. Und wir waren in Nürnberg und haben niemand Geringeren besucht, nicht nur Franz, sondern niemand Geringeren besucht als das Werk der Firma Faun. Und das ist auch mein Mitbringsel der Firma Faun. Dazu kommen wir gleich. Und wir hatten die große Freude, dass uns der liebe Geschäftsführer, der liebe Herr Ramsauer, mit der lieben Julia Eckert auf diesem Weg, falls Sie sehen sollten, liebe Grüße von meiner Seite. Und nochmal auch Dankeschön an dich, lieber Franz, für die Organisation, dass du das wunderbar hinbekommen hast, dass wir hier durch die Firma Faun geführt wurden. Wir hatten vorher ein schönes Gespräch mit dem Herrn Ramsauer und mit der Julia. Und da war noch ein Herr dabei, auch vom Marketing. Ich habe aber den Namen leider Gottes vergessen, tut mir leid. Und da wurde uns auch mit Projektion, mit Bildern und wunderbaren Ausführungen von seitens des Herrn Ramsauer die Geschichte von Faun ein bisschen näher gebracht, der Bau einer Pfeife näher gebracht. Und anschließend natürlich auch durften wir das Werk, die einzelnen Stationen besichtigen. Ich habe keine Bilder gemacht. Ich sage euch auch warum, denn wir wurden gebeten, wir durften schon Fotos machen, aber für den privaten Bereich natürlich. Aber die Leute, die jetzt hier irgendwie Social Media unterwegs sind oder auch hier auf YouTube, wurden wir gebeten, da nichts zu filmen oder zu fotografieren und das hier jetzt zu zeigen, weil natürlich nachvollziehbar Faun gerade dabei ist, die Neuheiten zu produzieren für die kommende Saison jetzt. Und wir hatten schon die ein oder andere Neuheit da ein bisschen so im Blick gehabt und durften da schon einen Blick drauf werfen, teilweise natürlich auch noch unvollendet oder in Produktionsstatus, aber ich glaube, da wird auch heuer noch sehr Schönes auf uns zukommen, was mich natürlich ganz großartig begeistert hat. Und das kann ich euch sagen, der liebe Herr Ramsauer hat mir die Chance gegeben, oder besser gesagt uns die Chance gegeben, in den Koffer zu blicken, als ja, die Ersten,
die Neujahrespfeife von Faun 2024 erblicken durften und schon, ich durfte sie auch schon in der Hand halten, in ihren verschiedenen Ausführungen, wie sie angeboten werden wird demnächst. Und ich kann Ihnen nur sagen, eine geile Pfeife. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber diese Pfeife ist einfach nur wunderschön. Ich werde nicht mehr dazu sagen, weil das da gehört sich auch nicht. Es ist auf alle Fälle ein ausgesprochen schönes, wunderschönes Shape. Aber ihr werdet es ja sehen, wenn der Faun-Katalog oder wenn die einzelnen Online-Händler dann beliefert werden mit den Produkten, dann werdet ihr ja die Pfeife sehen. Ich weiß nur eines, sie gehört definitiv jetzt schon zu den schönsten Shapes, die Faun in der Reihe der Jahrespfeifen rausgebracht hat. Ich werde euch sie natürlich vorstellen. Sobald sie verfügbar sein wird, werde ich sie mir natürlich besorgen und euch natürlich dann hier in einem Video präsentieren und der Reihe meiner Jahrespfeifen einverleiben. Und wenn man schon bei Faun dann ist, logischerweise, dann kannst du ja im Endeffekt, der ist kaum übers Herz bekommen, da nicht mit einer Pfeife rauszukommen. Und ich wusste ja auch schon im Vorfeld, dass es eine Pfeife gibt aus dem letzten Jahr, aus den Neuheiten. Ich habe euch ja im letzten Video erst die Tuerka vorgestellt, die ich ja auch wunderschön fand. Und so wie ich aus den Kommentaren unter dem letzten Video lesen durfte, gibt es da einige, die Pfeife sich selber gekauft haben oder es vorhaben. Und viele, denen die Pfeife sehr, sehr zusagt. Und drum gab es am Ende der Führung dieses Täschchen. Und da packen wir jetzt gleich mal das zusammen aus. Es gab natürlich ein Goodie noch dazu für die Leute, die sich da vor Ort eine Pfeife mitgenommen haben. Da hat Faun gleich noch ein bisschen was reingelegt. Also hier schöne Pfeifenreiniger, die man natürlich immer brauchen kann. Dann gab es natürlich die obligatorischen Streichhölzer von Faun. Die gab es natürlich auch mit dazu. Die kann man immer brauchen. Wenn ich jetzt an Streichhölzer denke, fällt mir immer gleich der Lars Hermanns ein. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Dann gab es natürlich Filter. Eine schöne kleine Packung mit den 9mm Faun Dr. Pearl. Das sind ja schon die neuen mit den zwei Keramikkappen. Dann gab es sogar noch eine wunderschöne Packung mit den 175 Jahre Jubiläumsfilter. Von denen hatte ich ja auch welche verlost bei meinem Gewinnspiel. Die kriegst du ja so einzeln nicht zu kaufen. Da durften wir uns auch eine Packung nehmen. Und ganz toll, man konnte sich zu der Pfeife, die man sich ausgesucht hat, noch einen Tabak aussuchen. Und ich habe mich hier für den Oxford Blend entschieden, weil mir der bei der Schnüffelprobe eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich den nicht kenne. Und er ja hier mit diesem Bergamottaroma versetzt ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und den werde ich euch, oh Gott, natürlich auch auf meinem Kanal vorstellen. Demnächst. Und dann kommt natürlich das Wichtigste. Das kommt natürlich hier heraus. Die Schachtel ist leer. Und ich habe mir hier diese wunderbare Pfeife ausgesucht in diesem wunderschönen Schuber. Die machen wir jetzt mal auf und holen das obligatorische Säckchen. Hier ist natürlich der Einleger, den ihr alle kennt, raus. Dann machen wir das Säckchen mal ganz entspannt auf und suchen uns mal die Pfeife, dass das auch alles hier Sinn hat. Und dann seht ihr die Pfeife schon, sie hat sogar ein Mundstück. Und dann holen wir die mal ganz langsam raus und ihr seht schon am Ring, jawohl, hier ist das gute Stück. Ich habe mich für die Faun Kensington entschieden. Diese wunderschöne Bicolor, also diese kontrastgebeizte Oberfläche mit Schwarz und Grün. Mit dieser wunderbaren, glänzenden Oberfläche. Ihr seht ja schon, die Kamera spiegelt sich ja da drin. Und dann mit diesem wunderschönen alupolierten Ring, der geriffelt ist und an die alten Verschlusskappen der Filter erinnern soll. Jetzt, wenn das jetzt aber nicht scharf stellt, werde ich aber... Ja, jetzt sieht man es wieder. Und ich finde das in der Kombination mit dieser grün glänzenden Optik als Kontrast, dieser strahlende Alu-Ring, einfach wahnsinnig schön. Es ist das 173er Shape von Faun, dieses Full-Band-Shape könnte man schon sagen. Weißpunktqualität, ein, ja, ich würde schon sagen, ihr seht es schon, mittleres Füllvolumen.
und ein traumhaftes Pfeifchen. Sie hat auch eine wirklich, wirklich, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht so exakt gut sehen kann, eine sehr, 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 sehr schöne ansprechende Maserung. Da durfte ich mir das Modell unter ein paar Stück auswählen. Da war noch eins dabei mit rundherum überhaupt nur Bird Eyes. War auch sehr schön. Natürlich, wie gewohnt, ist die Pfeife 9mm gefiltert. Ich drehe euch sie noch mal kurz auf, dass ihr das sehen könnt. Verarbeitung der Pfeife, natürlich brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Höchste Güte, höchste Weißpunktqualität, die fränkische Dunhill. Was soll man da anderes sagen? Und fühlt sich schon mal gut an. Also, liebe Faun, Firma Faun, ich danke euch für diesen wunderbaren Tag, für das Erlebnis. Für mich war das eigentlich ein Highlight, die Firma, die mir so viel bedeutet, und die Pfeifen, die mir so viel bedeuten, mal zu besichtigen und zu wissen, wo die ganzen schönen Pfeifen eigentlich herkommen, wie sie gebaut werden. Wir haben das gesehen, wie die Damen, die Herren an den Pfeifen arbeiten, wie sie da die einzelnen Schritte machen, wie die Pfeifen an der Oberfläche behandelt werden, mit wie viel Aufwand stellenweise, mit wie viel Leidenschaft die Leute da dran sitzen. Wir haben auch unseren Matze gesehen, vom der Forest Piper, wie er da an seinem Stand saß und die Mundstücke angewärmt hat und vorgebogen hat für die einzelnen Shapes, für die einzelnen Serienpfeifen. Und großartig, wie das gemacht wird und wie man da, da das sich überlegt hat, wie man diese einzelnen Arbeitsschritte dann umsetzen kann. Also alles in allem, es ist beeindruckend gewesen, mit auch, ich blende euch mal ein Bild ein hier von der Belegschaft von Faun, mit relativ wenigen Leuten, finde ich, dass man diese Menge an Pfeifen und diese Vielfalt an Pfeifen jedes Jahr hier raushaut, das ist eigentlich schon bemerkenswert. Ich finde es großartig. Es war eine Freude, ich kann es euch anders gar nicht sagen. Und in einer Faunpfeife schmeckt doch ein Tabak eigentlich immer gut, oder? Anders kann man es gar nicht sagen. Meine Lieben, das war's von mir heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt euch auch ein bisschen Zeit genommen, euch ein Pfeifchen angezündet. Was Leckeres dazu getrunken. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch einen schönen restlichen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche rein. Passt auf euch gut auf. Solltet ihr nicht gesund sein, werdet bitte gesund. Und andernfalls bleibt mir bitte gesund. Und in diesem Sinne sehen wir uns bald wieder mit neuen Sachen. Mal gucken, was ich euch dann vorstellen werde. Ich habe da schon was im Kopf. Es wird wahrscheinlich wieder um meinen Tabak gehen. Jetzt kann ich ja wieder gut rauchen. Jetzt schmecke ich ja auch wieder. Und in diesem Sinne, freut euch. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke für die neuen Abonnenten. Danke für die vielen Kommentare im letzten Video. Großartig dieser Zuspruch und dieser Austausch mit euch. Ich kann es immer einfach nur wiederholen. Das ist für mich einfach nur genial. Und macht bitte gerne weiter so. Und also, bis zum nächsten Mal. Servus.